Katharina. Ich bin Försterin am Walderlebniszentrum im Sohnwald. Normalerweise kommt ihr ja zu uns, um mit uns den Wald zu entdecken. Im Moment geht das leider nicht und darum zeige ich euch heute, wie ihr euren eigenen Wald fürs Kinderzimmer basteln könnt. Für euren Wald braucht ihr folgende Dinge. Einen großen Karton. Dann braucht ihr Farbe. Da könnt ihr nehmen, was ihr bereits zu Hause habt. Entweder einen Wasserfarbkasten, Buntstifte, Wachsmaler, wenn ihr schon älter seid, vielleicht auch Filzstifte oder Plakatfarbe. Dann braucht ihr Klebe, eine Schere und wer von euch einen Garten hat oder draußen im Wald unterwegs sein kann, der kann sich noch allerlei buntes Waldmaterial sammeln. Als erstes nehmt ihr euch euren Karton und schneidet ihn links und rechts an den Seiten einmal auf, sodass hier vorne eine kleine Klappe entsteht. Jetzt sucht ihr euch eure Farben aus und malt eine Waldkulisse als Hintergrund auf die Kartonwände. Ich habe mich für Wasserfarbe entschieden und habe auf meinen Waldboden einen Bach eingezeichnet, einen kleinen Weg und hier hinten den Himmel. Wenn eure Farben getrocknet sind, könnt ihr anfangen, euren Wald so zu gestalten, wie es euch gefällt. Wenn ihr keine Naturmaterialien sammeln könnt, dann könnt ihr euch Bäume basteln und Sträucher und Blumen aus buntem Papier, aus Tonkarton oder ihr malt euch einfach Bäume, Sträucher und Blumen auf ein weißes Blatt Papier und schneidet sie aus. Dann sieht euer Wald vielleicht so aus. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und Nachmachen. Bis bald!